Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr Apps auf dem Homescreen verstecken könnt. Wie zum Beispiel den App Store oder den Game Center. Also vorinstallierte Apps, die ihr eigentlich nicht löschen könnt. Dazu öffnet ihr zuerst Safari und geht dann auf die Website rag3hack.no-ip.org/hide.html. Den Link zu der Website werde ich natürlich auch nochmal in die Videobeschreibung setzen. Wenn ihr dann auf dieser Website seid, gibt es hier eine kleine Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Also ihr müsst nur hier etwas auswählen, klickt dann auf Installieren. Aber das Ganze werde ich euch gleich ja auch nochmal zeigen. Wichtig ist allerdings, sobald ihr euer Gerät neu startet, erscheinen diese Icons wieder. Das heißt, ihr müsst das Ganze nochmal durchführen. Das ist der einzige Haken an der Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal Wetter verstecken möchte, klicke ich auf Hide Weather und dann bekomme ich hier eine Meldung, dass diese Website Weather Hide installieren möchte. Dann klicken wir auf Installieren, dann geht das auf unseren Homescreen. Und dann sehen wir hier eine Fehlermeldung, klicken trotzdem auf Fertig und statt unserem Wetter-Icon ist jetzt hier dieses Weather-Hide-Icon, das noch am Laden ist. Wichtig ist allerdings, diese Fehlermeldung ist nicht schlimm, die kommt bei jedem, das ist auch so geplant, das steht auch hier auf der Website, dass da eine Fehlermeldung kommen wird. Und deswegen ist das überhaupt kein Problem, um Wetter jetzt zu verstecken. Also Wetter ist ja jetzt nicht mehr da. Das heißt, wir können das hier jetzt ganz einfach löschen. Und schon ist die Wetter-App weg. Die ist auch nicht mehr auf meinen anderen Homescreen-Seiten. Und wenn ich das Gerät jetzt mal neu starte, also den Power-Button gedrückt halte und dann hier auf den Ausschalten Slider betätige und das Gerät dann neu starte, dann lande ich hier wieder im Lockscreen, kann dann hier direkt wieder entsperren. Ich entsperre einmal meine SIM-Karte. So. Und da sehen wir, die Wetter-App ist wie vorher wieder da. Das heißt, das Ganze ist genauso auf der Website auch richtig beschrieben. Und wenn wir dann wieder auf die Website gehen, möchte ich euch das jetzt nochmal zeigen, dass das auch mit dem App Store funktioniert. Das heißt, wir klicken hier auf Hide App Store, klicken dann wieder auf Installieren und wieder wird hier unten, wo eigentlich der App Store wäre, App Store Hide installiert. Und das heißt, jetzt können wir das auch ganz normal wieder löschen und unser App Store ist weg. Wenn ich das Gerät jetzt wie vorhin einmal neu starte, dann sehe ich hier wieder den Entriegeln-Bildschirm und der App Store ist natürlich wie vorher wieder da. Also es ist alles exakt wie vorher. Wenn ihr aus Versehen etwas versteckt, was ihr nicht haben wollt, einfach das Gerät neu starten, dann verschwindet das Ganze ja wieder. Ja, das war's schon wieder von diesem kleinen Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn euch meine anderen Videos auch gefallen, am besten auch noch ein Abo. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Apple Stuff Tutorials.